Erst vor kurzem habe ich mir mal wieder gedacht, so hey, ich hätte mal Lust auf wieder so ein entspanntes Drechselprojekt, was man auch schön mal für Geburtstage machen kann. Und es ist einfach schön, wenn man in die Werkstatt geht, das auf die Drechselbank draufpackt. Es ist ein relativ entspanntes Drechselprojekt, das heißt, es ist auch gut für Anfänger und man hat sehr, sehr schnell sehr schöne Resultate. Worum es heute geht? Darum. Wir machen heute einen Beinstopfen. Ich zeige dir ganz genau, wie das funktioniert. Ich werde dir ein paar Werkzeuge zur Auswahl geben, die man benutzen kann dafür, damit du auch wieder ein bisschen hier was zu siehst. Und als erstes geht es mit der Holzvorbereitung los. Warum Holzvorbereitung? Normalerweise kann man ja beim Drechseln relativ einfach, gerade wenn man Längsholz drechselt, das einfach zwischen die Spitzen packen. Aber in dem Fall haben wir hier dieses Aufspannwerkzeug. Da müssen wir sicherstellen, dass das Ganze 90 Grad zu unserem Bohrloch hat. Wie das Ganze funktioniert, seht ihr auch gleich. Und da ist es halt einfach am einfachsten, wenn wir uns ein Holz herrichten, was einfach rechtwinklig ist und was dann 90 Grad abschneiden können. Also brauchen wir jetzt Holz, ne? Ich glaube, das ist die richtige Reihenfolge. Schaut euch meinen Massivholzstapel da hinten an. Das ist alles Holz, was ich selbst zugeschnitten habe. Das werden wir jetzt aber nicht benutzen, weil ich will nicht den ganzen Stapel abräumen. Ich glaube, ich habe hinten in meiner Restholzkiste noch ein bisschen was. Um diese Systembohrmaschine hier geht's bald. Aber nicht in diesem Video. Ich habe, glaube ich, doch gewusst, dass hier noch so ein bisschen Kirschholz ist. Oh ja, das ist gut. Gerade sowas hier ist echt, wie ich finde, ganz gut zum Drechseln. Gerade wenn man vielleicht für Weihnachten oder Geburtstage sowas herstellen will. Wir haben jetzt hier diesen starken Riss. Das heißt, wenn wir so eine Tischkreissäge auftrennen würden, hätten wir einmal hier dieses Stück. Und dann haben wir noch hier dieses Stück, was nicht so gut ist. Dann noch hier der Splint. Das bedeutet, wir haben hier nicht so viel Material, was wir daraus benutzen können. Aber für dieses Projekt heute ist das hier ideal, denn wir brauchen heute halt nicht so viel. Das heißt, wenn wir uns hier Streifen rausschneiden würden, könnten wir hier optimal das Ganze dann verarbeiten. Und weil es bald Weihnachten ist, werde ich jetzt gerade einfach... Ja, im September. Gut, es ist wirklich bald Weihnachten, ne? Das geht immer schneller wie im Moment. Also in Anführungszeichen bald werde ich gerade das gesamte Stück Holz ein bisschen herrichten. Da habe ich direkt ein paar Rohlinge, wenn ich noch ein paar mehr machen möchte. Hier haben wir jetzt ganz, ganz viel Rohmaterial für die Drechselbank hergestellt und das ging relativ einfach. Wir haben nicht wirklich auf diese Risse jetzt hier geachtet. Ich habe einfach die Streife runtergeschnitten. Das mache ich bei solchen Abfallstückern oder Reststückern ganz gerne. Ich schneide es einfach runter. Da, wo dann Risse drin sind, das schneide ich dann wie hier direkt raus. Das kann dann weg. Hier könnte man noch einen Flaschenöffner draus drechseln. Hier könnte man einen kurzen draus drechseln. Hier auch ein sehr, sehr schönes Stück Holz. Hier ein kleiner Fehler, aber das ist auch kein großes Problem. Also mit dieser Methode hier habt ihr wirklich sehr schnell ganz viel Rohmaterial hergestellt und ihr müsst nur noch ablenken und dann schneidet ihr, wenn ihr es halt eben wollt, wie so ein Fehler im Holz einfach raus. Das ist jetzt unser Rohling. Ich habe den tatsächlich gar nicht wirklich abgemessen. Wie lang ist er dann? 11 cm. Wahrscheinlich wird er an der Drechselbank eh nur ein bisschen kürzer. So wie es halt eben beim Flaschenöffner dann schön aussieht. Seht aber gleich an der Drechselbank. Ein bisschen Blaufäul im Holz, ein paar Verwachsungen. Alles in allem ein sehr schönes Material, mit dem wir jetzt weiterarbeiten können. Natürlich gibt es ein paar Möglichkeiten, wie man jetzt das Material vorbohren kann. Denn wir haben ja hier unsere Aufnahme und das Holz werden wir gleich auf das Gewinde aufschrauben. Das könnte man jetzt an der Standbohrmaschine bohren. Ich werde es aber heute mal an der Drechselbank bohren. Dafür nehme ich mir jetzt einfach hier mein Spannfutter. Spanne das Ganze auf und spanne anschließend mein Holz direkt in das Spannfutter. Es ist ganz, ganz wichtig, dass hier unsere Stirnseite nicht wackelt. Das kann man daran erkennen, dass wenn man die Maschine einschaltet, das Ganze hier vorne sich nicht bewegt. Ich zeige euch mal, wie es aussieht, wenn sich das Ganze bewegen würde und dann somit falsch eingespannt wäre. Das wäre nämlich dann, wenn eure Säge vorne nicht 90 Grad schneiden würde und ihr würdet das Ganze hier einspannen, dann würde es so eiern. Okay, man hat es nicht so gut erkannt. Jetzt mal noch ein bisschen übertriebener. So wird es dann übertriebenermaßen aussehen.
Gerstholz ist relativ hart, deswegen werde ich einen Millimeter kleiner bohren als hier der Außendurchmesser. Also mit 8 mm werde ich jetzt bohren. Je weicher euer Holz ist, desto kleiner solltet ihr bohren. Je härter euer Holz ist, desto größer solltet ihr bohren. Probiert das am besten an einem Reststück Holz aus. Dreht es halt einfach rein, das muss halt ein bisschen gehalten werden. Wenn man möchte, kann man jetzt auch gleich mal ausprobieren, ob man das hier reingedreht bekommt. Und das sieht doch eigentlich ganz gut aus. Ja, das ist auf jeden Fall stabil genug. So, deswegen werde ich es jetzt wieder abspannen und werde es dann gleich auf der Drechselbank einbauen. So, das hier kann man mal machen, wenn man es halt eben möchte, aber unbedingt notwendig ist das natürlich nicht. Als nächstes müssen wir hier diesen Aufspanndor natürlich irgendwo reinspannen. Da haben wir auch hier wieder zwei Möglichkeiten, beziehungsweise ich habe hier an dieser Maschine zwei Möglichkeiten. Man kann zum einen natürlich ein Spannfutter nehmen. Da braucht man dann einfach kleinere Backen, damit man halt solche Rundteile aufspannen kann. Das wäre eine Möglichkeit. Die Möglichkeit, die ich nutzen werde, ist in dem Fall ein Bohrfutter. Diese Maschine hat nämlich eine MK2-Aufnahme. Das bedeutet, ich kann dieses Bohrfutter eintreiben und kann dann wie ein Bohrer quasi diese Aufnahme einfach hier festspannen. Danach kann ich meinen Aufspanndorn nehmen, spanne es hier ein und jetzt kann ich einfach das Stück Holz nehmen und schraube es wieder auf. Das Stück Holz liegt jetzt bündig an der Aufnahme an. Das bedeutet, wir werden es auch später schön auf den Bausatz schrauben können und jetzt können wir halt eben dieses Teil hier drechseln. Als erstes werde ich das Ganze jetzt natürlich erstmal rund drechseln. Ich will mir erstmal anschauen, wie das Holz aussieht. Deswegen werde ich mit dem Meißel das einmal schön plan fahren. Da haben wir schon eine richtig gute Oberfläche und können uns ein besseres Bild von der Holzoptik machen. Sehr, sehr schöne Späne von einem sehr schönen Stück Holz. Und hier haben wir so diese Verwachsung, die wir auch eben schon gesehen haben. Hier oben auch noch so ein paar. Aber das Holz ist ja eh noch ein bisschen lang. Das ist halt jetzt so eine Geschmackssache. Mir persönlich wäre jetzt dieser ganze Flaschenverschluss zu lang, wenn er so lang wäre. Ich werde das jetzt gleich ein bisschen schrittweise kürzen. Ich werde es jetzt erstmal hier ablenken, ein bisschen kürzer machen und schauen, ob mir die Länge dann besser gefällt. Aber wir haben dann schon mal hier dieses schöne Stück im Material drin. So, also das Holz ist wirklich sehr schön. Jetzt können wir uns so ein bisschen um die Formgebung kümmern. Ich finde es immer ganz schön, wenn die Form des Flaschenöffners quasi im Holz weiterläuft und dann oben mit einer entgegengesetzten Phase abschließt. Das heißt, ich werde jetzt als erstes hier oben diese Phase machen und dann können wir uns hier an die Aufnahme ranarbeiten. Die Form passt schon mal so ein bisschen und jetzt kann ich hier erstmal das Material wegarbeiten.
Das ist jetzt mal die gedrechselte Form. Wir haben schon mal eine sehr gute Oberfläche und das kann ich jetzt schleifen. Diese Aufnahme hier hat natürlich genau den Durchmesser, den wir brauchen. Das bedeutet, wenn hier unser Holz diesen Durchmesser angenommen hat, passt das Teil später auch auf den Bausatz perfekt drauf. Schraub das Teil ruhig so ein bisschen von der Aufnahme runter und schleif dann noch hier diese Kante. Geht da einfach mit so ein bisschen Schleifpapier ran, damit die auch so ein bisschen abgerundet ist. Mehr brauchst du auch schon gar nicht. Jetzt noch mit 400er und 600er. Als nächstes kann ich mir wieder ein bisschen Finish nehmen. Da brauche ich hier in dem Fall wirklich nur ganz, ganz wenig, um die Oberfläche wirklich zum Glänzen zu bringen. Sieht super schön aus. Ich schalte die Maschine jetzt ein und poliere das richtig in die Oberfläche jetzt rein. Das Holz eiert natürlich jetzt nur noch, weil es nicht mehr am Anschlag ist. Das ist ganz okay. So. Die Maschine schalte ich jetzt aus. Ihr habt ja auch hier schon direkt gesehen, hier ist kein Finish mehr auf dem Papier. Das bedeutet, es ist vollkommen trocken und wir können es jetzt abschrauben. Hier sehen wir jetzt den Flaschenverschluss. Da ist hier oben einmal ein Gewinde. Das kann man auch herausschrauben, aber das lasse ich jetzt einfach hier im Bausatz drin. Und das Ganze kann ich jetzt ganz einfach aufschrauben. Hier noch ein kleiner Tipp. Ich nehme jetzt hier die Gummitülle herunter und dann sehen wir hier ein Loch. Da können wir einfach mit einem Schraubenzieher rein und können es dann so fest anziehen, damit es hier überall bündig anliegt. Dann kann das Gummiteil wieder hier rauf und unser Flaschenverschluss ist fertig. Hier noch so eine kleine Anmerkung am Rande. Ich habe das Loch am Anfang doch ein bisschen zu klein gebohrt. Das Kirschholz war zu hart. Ich muss das nochmal neu machen, weil ich habe es ohne Zange nämlich nicht mehr runterbekommen. Hier bei dieser Version habe ich dann ein 9er Loch gebohrt. Da ging es dann wirklich super gut drauf und auch vor allen Dingen auch wieder runter. Ich verlinke dir den Bausatz, ein paar Drechseleisen, also alles das, was ich in dem jetzigen Video benutzt habe, verlinke ich dir in der Videobeschreibung. Das ist meine Webseite, was du dann dort findest. Und dir wünsche ich jetzt ganz, ganz viel Spaß beim Nachdrechseln. Macht super viel Spaß und kommt auf jeden Fall immer sehr gut an, wenn man es verschenkt. Ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss.